Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Let's Play Together 2.0 im Modus Waffenmeister! Diesmal neue Karte, neue Waffen mit Autobeitritt. Yeah! Und mit Beginn einer Sniper und Mann sind wir schlecht. Schade. Aber wir haben ihn auch mit dem Messer getroffen. Panic Knife ist hier ganz wichtig, ja? Nee, überhaupt nicht, weil das bringt einem gar nichts. Ja. Ja, das bringt ja nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Der hat schon die. Oh, gucke an. Der ist ein bisschen besser. Der ist ein bisschen besser. Ein bisschen besser? Ein bisschen besser. Ja. Wir haben auch nicht ganz am Anfang angefangen. Wir sind hier. Naja, wir ganz kurze Verzögerung wegen der Anmoderation. Ja, 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 ja. Ja, ja. Bei euch nehmen wir hier dieses. Ihr seid dran Handicap. Schuld. Ihr seid dran schuld. Ihr handicapt uns hier. So sieht's aus. So sieht's aus. Warum ist da jemand tot? Klar, dran ist der Kopf. Ein Traum! Ein Traum, wenn das nicht perfekt war. Ja, das war's. Oh, da liegt einer. Achtung, die hat mehr Schuss. Ich weiß schon, das ist die MP17, die ist halbautomatisch. Ja, ja, genau, genau, genau. Yeah! Und meine Lieblingswaffe. Ist es die jetzt? Das ist die L86A2. Ah ja. Dann spielen wir doch mal mit der. Ich sehe nicht. Ah, du ziehst schon, ne? Ich halt einfach mal gedrückt. Wir haben ihm wehgetan. Wir haben ihm wehgetan. Gut. Ein Anfang. Ein Anfang zum Ende. Ein Anfang zum Ende. Diesmal sind wir etwas besser dabei. Meinst du? Gut, dass du nochmal zurückkommst, sonst muss man nämlich hinterher rennen. Ah, du machst das, ne? Ja, ja, das liegt uns hier. Du machst hier. Das, Schatz. Ich mach das schon, Schatzi. Yeah. Du hast damit angefangen. Also jetzt mal so ganz offiziell so, ne? Wir sind ja ganz schön und gut, aber das ist echt nichts für mich. Nee, für mich auch nicht. Wo Lesben schon wieder geil sind. Mist. Ja, yeah, wir sind mit zwei von die Besten sind wir. Ja, sind wir echt schon so gut? Ja, zwei von die Besten. Siehst du da unten an der Leiste? Wir haben keinen Schaden bekommen. Wer braucht schon Schaden, wenn er danach abgeschossen wird? Töten. Die habe ich nicht gesehen. Auch nicht. Bin ich aber beruhigt. Ja, na ich erst. Mann, das hat so gut angefangen. Man sollte nie sagen, dass man gut ist. Nee. Es ist besser, wenn es andere sagen. Also schreibt einfach unten hier in den Chat immer rein, ihr seid du. Gut, Hammer. Ja, da sind wir jetzt ganz auf Nummer sicher gegangen. Einfach alles zerstört, was in der Nähe war. Was so aussah wie Gegner. Auch eine Taktik, erstmal alles zerstören, wo er sich verstecken kann und dann den Gegner zerstören. Ineffektiv, aber eine Taktik. Ja. Und wir sind nur noch einer von den drittbesten. Power, ja, Turbo-Modus. Geht klar. Schalte den Cheat ein. Verdammt, den habe ich zu Hause liegen lassen, den Cheat. Den solltest du doch mitbringen. Entschuldigung. Yeah, der war gut. Müssen wir diesmal mit Skill machen. Müssen wir diesmal mit Skill machen. So wie sonst auch immer. Ja, ausnahmsweise. Also. Ein bisschen rechts noch? Ein bisschen auch noch? Gut. Ja, der links hat nur zu uns geguckt, der andere nicht. Wisst ihr was? Das schaffe ich nie zu unterscheiden, wen ich abschießen soll. Und ich schieße immer den Falschen ab. Ja. Ja. So ist es. Normalerweise auch, aber heute ist irgendwie Skill-Bonus hier. Das ist hier so, wir sind auch an der finalen Linie, wir haben uns vorgenommen für heute, heute schaffen wir noch was ganz Besonderes. Wir sagen in dieser Folge noch nicht was, wir sagen das erst in der nächsten Folge. Mal sehen, schreibt in die Kommentare, falls ihr erratet, was wir heute noch erreichen wollen könnten, sollten. Möchten. Hast du eigentlich Granaten? Nee, ja? Nein.
Granaten gibt es dann erst bei diesem LVG M320 da. Ah, das okay. Scheiße. Wird da schon scharf geschossen? Bitte, lass uns doch mal mitten durchrennen. Ja, ich weiß doch nicht von welcher Richtung. Ich will es doch nicht wissen. Wir gucken. Wir gucken. Wir töten. Sorry. Hasche. Ja, passiert. Oben. Oben? Da oben? Ja. Genau da. Gut, den habe ich nicht gesehen. Du hast die Führung übernommen! Das erste Mal, dass wir in einem Let's Play Together 2.0 wirklich gut spielen. Und da berücksichtigen die nicht mal, dass wir zu zweit spielen. Da steht nur du, da müsstet ihr stehen. Ja. Das werde ich nachher gleich mal an DICE schreiben. Ja, das müssen wir irgendwie, das muss man hier integrieren. Integriertes Spiel-Feature. Genau. Das müssen sie doch wissen. Meine, wer kennt nicht unsere Folgen? Da ist der! Guckst du erstmal, bevor wir nehmen. Ja, ich. Ja! Na, Na, Ich hab da irgendwie gerade, keine Ahnung. Wusste nicht, ob ich jetzt links oder rechts gehen soll. Nein, ist ja lange gewartet. Ich hab Bock, Laute zu machen. So, weiter geht's. Und das Niveau ist. Jetzt mal ein bisschen hier anziehen im Niveau. Jetzt geht's wohl los. Da ist noch einer. Irgendwo. Die Vase, meinst du? Die Vase? Ich hab ihn getroffen. Die dahinter. Die dahinter, meinte ich. Wir sind wieder bei der MK3A1. Wir wissen wieder nicht, was drin ist. Ich glaube, es ist Flüchel. Wow. Das ging mir ein bisschen schnell. Das ist really interesting. Really interesting. Der really. Really. Der ist tot. Der auch. Meinst du, da versteckt sich einer? Ja. Da war er. Da war er. Habt das gesehen. Habt das gesehen. Kuckuck. Yeah. Ah, haben wir eigentlich irgendein Thema, worüber wir reden können? Nee, wir sind themenlos. Themenlos. Themen sind was für Weicheier. Das ist schon ein bisschen traurig. Ich meine, wie das wäre mal ein gutes Thema. Wie mögt ihr eigentlich Let's Plays? Es gibt ja so die eine Art, so wie zum Beispiel Gronkh, die reden dann über irgendwelche Themen, die jetzt nicht unbedingt auch was mit dem Spiel zu tun haben. Das ist eine Möglichkeit. Oder Leute, die einfach nur Scheiße machen, so wie wir zum Beispiel. Aber da gibt es auch noch andere Bekannte. Kann man nennen, muss man jetzt nicht. Hast du fein gesagt. Was gefällt euch da besser? Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn ihr mehr Themen wollt, können wir sowas auch mal einflechten. Schreibt's in die Kommentare. Oh, das ist ein Gegner. Hast du gesehen, Max, das ist ein Gegner. Ja, gerade wenn wir zu zweit sind, könnten wir sowas ja machen. Wenn wir uns darauf vorbereiten würden. Genau. Ist jetzt nicht so unser Typ. Vorbereiten. Klingt wie Hausaufgaben. Hausaufgaben böse. Irgendwie gibt es gerade einen Hänger. Einen Anhänger. Oh, wie viel kann man denn da draufladen? Ja, bestimmt solch. Ganz viele Kills kann man da drauf machen, ne? Naja, eben nicht. Ganz viele Tote. Ja, nee. Den holen wir uns jetzt von hinten. Dann rennst du durch und dann rennst du durch. Flechette ist also in der MK3A1. Jetzt wissen wir's. Ja, gucke an. Das wollten wir unbedingt wissen. Ja, das war jetzt total notwendig, das rauszukriegen. Ja, also das ist alles hier zu Forschungszwecken. Nein. Den. Orkanbeck 70 ist das bitter. Ich glaube, der wurde gerade gespawnt. Als ich da vorhin vor einer halben Minute hingeguckt habe, war da noch keiner. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll. Ich bin so deprimiert jetzt. Warum deprimiert? Weil wir so scheiße spielen. Wo war der? Über uns. Über uns? Also hinter uns. Ja, komm. Ist alles noch im Maße hier. Du musst mich jetzt aufmuntern. Komm schon. Hey. Und die Flossen in den Himmel. Das bringt nichts. Ich bin jetzt total deprimiert. So kennen wir dich doch gar nicht. Immer ein bisschen Mühe. Nee, das reicht. Bist doch Physik-Leistungskurs. Gib dir mal ein bisschen Mühe.
Boah, da vorne sind lauter Tote und hinter uns ist er. Hm? Ah ja, gucke. Jetzt müssen wir aber wirklich mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, müssen wir machen. Schaut euch mal die Wolken da hinten an. Ist das geil. Guck mal da rechts. Den kriege ich nicht mit der Schrotflinte hin. Aber ich kann trotzdem drauf schießen. Oh. Ja, ne? Da ist kein Kommentar. Kein Kommentar. Nee, nee, gibt's auch nicht. Hm. So, genug kein Kommentar. Jetzt gibt's wieder Kommentare. Die P90 ist an der... P90? Ja. Ja, P90. Ja, ja, klar. Was denn sonst? Ich dachte jetzt gerade P50, aber das war... Nee, ach, Quark. Quark mit Sahne. Und Schokostreusel. Und Bananensplit. Mmh. Oh, ich habe so einen Hunger, kann ich euch sagen. Es gibt bald Essen. Es gibt bald Essen. Friss meine Kugeln. Guck, da steht P90. Also nicht die da unten. Und Schnittlaucher ist der Typ noch. Oh, das ist Folter, sage ich dir. Und aber dafür macht deine Schwester uns heute Lasern. Ja. Ich arbeite ja noch dran, meine Schwester zu überreden, auch mal in einem Let's Play mitzuwirken. Also so als Gastrolle. Kann ich mir gut vorstellen. Ey, Knarr! Also vielleicht nicht gerade hier. Ich glaube, das ist nicht so ihre Stärke. Nein, 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 Freund! Vielleicht mal in einem Let's Play von dir in Plants vs. Zombies? Hatte ich auch schon überlegt. Das wäre vielleicht auch ein Spiel, was jetzt vielleicht nicht ganz so brutal ist, obwohl man, wenn man bedenkt... Zombies, ehemalige Menschen, also ja, grundsätzlich körperlich sind sie noch Menschen, geistig vielleicht jetzt nicht mehr. Wo bist du? Ganz so begabt, kein so hoher IQ mehr. Nee, die haben ja keine Hirne mehr, die haben sie alle aufgefressen, sich gegenseitig. Ach so, naja, grundsätzlich sind sie ja noch Menschen und die von Pflanzen getötet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, vor allem, das ist ja auch diskriminierend. Ich meine, die armen Zombies, die können ja nichts dafür. Hm. Oh, jetzt kommt hier. Und das im Winterhasch. In Vintage. Das ist ja noch. Das ist nicht Vintage, das ist Retro. Nein, das ist. Ich finde, das ist so eine Zwischenstufe. Das war im Winnie seinem Arsch. Im Winnie Pooh sein Arsch. Also Vintage. Winnie Pooh da. Winnie Parsch. Winnie. Musst du schon drauf zielen. Ja, der hat sich bewegt. Das ist voll schwierig. Der bewegt sich. Was macht denn so eine Scheiße? Na, das darf der nicht. Naja, wie hat ihn. Ja, ich heiße Feldinat. Oh, das ist ein Gegner. In your face. Von hinten. Boah, da oben ist einer. Ist recht, da oben ist einer. Und da unten auch. Die sind überall, die Schweine. Kannst auch Goofy. Nee, kann ich nicht. So was krasses kann ich nicht. Ich weiß, das ist total... Manchmal denke ich mir, ich kann nicht nur Goofy. Ich hab auch so Hörn. Du bist Goofy. Ja, ja. Das Einzige, was mir nur noch fehlt, ist die Mütze. Das Käppi, das finde ich total geil. Yeah. Aha. Aha. Komm schon. Wir wollen einen Winner-Rebon. Was hier für schöne Bäume stehen, finde ich auch geil. Also die Inneneinrichtung. Hammer. Hammer. Mann, der nimmt uns alles weg. Da schießt schon jemand mit Granaten. Der muss doch sterben. Muss er nicht. Sollte er. Muss er aber nicht. Doch, soll er. Muss er. Was haltet ihr eigentlich? Nein, ich glaube, wir haben. Und haben wir? Nein! Scheiße. Das hat so gut angefangen. Ich glaube, das schreit nach einer dritten Runde. Meinst du? Glaub, das schreit nach einer dritten. Aber das wird die letzte. Aber eine dritte Runde. Oder? Wir müssen doch nochmal gewinnen hier. Nochmal gewinnen? Nochmal gewinnen? Noch einmal gewinnen? Was heißt nochmal? Hast du recht. Und mit diesem Gedanken auf Wiedersehen. Ciao.